So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Starfield. Ja, in der letzten Folge sind wir Level aufgestiegen und können dementsprechend nochmal was skillen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was wir denn hier skillen wollen. Wir könnten nämlich, also die Pistolen haben mich nicht so abgeholt, muss ich sagen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal ins Gewehr skillen, ein bisschen. Wir haben ja sehr viel auch jetzt in Raumfahrt investiert, hier durch diese Schildsysteme und Fliegen. Ich würde ganz gerne jetzt noch ein bisschen in Gewehre und so investieren. So, jetzt kommt der Tunnel da hinten. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt ein bisschen in Gewehre investieren, ein bisschen in uns selbst mal wieder investieren, anstatt in die Raumfahrt. Also unser Schiff, dem geht es im Moment ganz gut. Das ist Lazarus Plant, nicht wahr? You know, no one even realized it was a living thing until someone got it under a microscope. Die Lazarus-Pflanze. Can't be cultivated anywhere but Londinian. Real marvel. Kann nur in Londinien angepflanzt werden. Okay. Das ist ja spannend. Aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus, die Pflanze. Doch, doch. I like it. Aha. Ja, wir sind relativ vollgepackt durch Waffen und so. Deswegen stecke ich jetzt mal nichts ein. Ich nehme jetzt echt nur Terrormorph-Sachen gleich mit. Huch. Ihr blöden Thermoparasiten, stirbt! Guter. Also richtig stark sind die ja nicht, ne? Naja, wie dem auch sei. Dann gehen wir mal weiter. Was passiert denn hier? Wo sind wir denn hier? Hier sind nochmal Sachen. Das kann ich nochmal mitnehmen. Also der ist ja nochmal sehr viel besser als das, was ich habe. Also der ist ja wirklich, klar, der macht nochmal ein bisschen weniger Thermal-Dings, aber wie geil ist das denn bitte? Ja, gib her, der ist ja noch mal besser als das, was ich jetzt gerade habe. Ja, auf jeden Fall, her damit. Okay, what do we have here? Putzmittelraum, aber hier sehe ich auch noch Sachen. Wie zum Beispiel, was auch immer das ist, aber wir packen es ein. Teppichmesser, was ist das da? Okay, ja, das sind auch wieder ein Stim, sowas nehmen wir nicht. Alter, das sieht schon mega aus hier, ne? Alter, das sieht voll krass aus. Guckt euch das mal an. Oh, what? Was passiert denn jetzt? Oh, wait, what? Wo kommt er denn her? Die Dinger spawnen, die Teile? What the fuck? The heat leeches are terramorphs. But was? It can't be true. Heat leeches are everywhere. They live everywhere. That means terramorphs. Oh my god. You just saw that, right? Ja, ich habe das auch gesehen. I was losing my mind. That heat leech became a terramorph. The pests that have snuck onto every planet are baby terramorphs. Am Arsch. Heat leeches hide out in ships, sneak away after landing, and then, with time, they transform. We just found out how terramorphs move between planets. Ach du Scheiße. Was bedeutet das für unsere Pläne? Ja, okay. Aber mein. But if they share a genome, like most nymphs and adults do, the microbe should have no problem dealing with heat leeches and terramorphs. The Aceles we'll have to look into. But given what we know about the creatures, I mean, I wouldn't be shocked to find that they've got an appetite for both. Okay. Aber das wird doch, also so werden alle. No, Lazarus plants can't grow anywhere but here, let alone blossom. People have tried.
Plus, if what we just witnessed was happening anywhere else, well, it wouldn't just be Londinian lost to these things. What we just saw, it must be some kind of alternate growth method. One that winnows 70 years of maturation into seconds. It's incredible. Ja, das ist nicht incredible, das ist fucking übel. Pretty Major is right. But if what we just saw, if that's possible, the Lazarus plant. It's clearly an accelerant for the Terramorph, a heat leech transformation process. Make one into the other in an instant. But that means if anyone knew about this, they could trigger a Terramorph spawning. You could sneak a leech into a city, or even multiple leeches, into a place like New Atlantis. Good God. The attack on New Atlantis, does this... Could someone have set that up? Ja, offensichtlich, ne? Nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist das mit Sicherheit möglich. First, you'd have to know the truth about all this. Well, we're never gonna know if you don't catch that thing. Get after it! Okay, das ist eine fucking... Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass es die Thermoparasiten sind. Am Arsch. Die sind ja wirklich überall. Diese fucking Thermoparasiten. Da ist er. Komm ran hier auf Meter, Motherfucker. Boah, jetzt gibt's auf die Fresse für dich, fucking Terrormorph hier. Aufs Maul, Bro. Jetzt gibt's dick aufs Maul. Die sind aber auch riesig. Alter, das Ding macht guten Schaden, ey. Scheiße. Okay, warte, ich gebe Kaiser die Probe. Aber ich dachte, man kann den nirgendwo anders züchten. Ja. Die Lazarus-Pflanze hat das ausgelöst. A bioweapon no one would recognize as one. Oh, that's a terrifying prospect. Sort of thing that'll keep you up at night. And the sort of thing whoever did this probably didn't expect us to uncover. Makes some sense, actually. Tau Ceti was likely their first test. Someplace remote where no one would question a few settlers going missing. Ensure the big show, the attack on New Atlantis, would be a success. And the timing of that one. It couldn't have been just luck that it happened right when we were asking the cabinet to do something about the Terramorphs. These attacks. I think someone planned them to set all this in motion. Okay. Aber genau, hast du nicht gesagt, die Pflanze kann nicht woanders wachsen? About this, someone found a way. Aha. Ja, klingt, als wäre es möglich, ne? Rare showing up unbidden on two different UC planets. I think it's more than just possible that human hands were involved here. But it doesn't answer any of the big questions. Who could pull something like this off? And why? Ja. United Colonies? Weiß ich nicht. Freestar Collective? Keine Ahnung. Hab ein paar Ideen. Okay. Wir wissen am ehesten davon. House Varun? Boah. Also, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Let's save the discussion for when you all
Also ich traue das ehrlich gesagt allen zu, ja. Also warum sollte UC aber ihren eigenen Laden angreifen? Vielleicht um es dem Freestar Collective unterzujubeln? Boah, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Kaiser hat wieder irgendwas gefunden. Warte mal, hier liegt nur ein Arbeiter, den ich looten kann. Der hat Credits dabei. Ja, gut. Immer looten, liebe Freunde, immer looten. Okay, let's go. Kaiser hat irgendwas gefunden. Dann machen wir auf hier, Bro. Okay. Muss ich jetzt... Ah, okay, jetzt darf ich hier rein. Dann lass mal gucken, was wir hier finden. Erstmal finden wir hier ein Liebeck. Das ist schon mal sehr gut. Dann liegt hier eine Leiche. Litermine. Ja, ich nutze diese Minen halt nie, ne? Die machen bei mir halt echt... Oh, warte mal, den darf ich öffnen. Das würde schon mal so passen. Das würde aber auch so passen. Na, mal gucken, was wir kriegen. Der passt hier rein. Ja, dann könnten wir den hier öffnen und den so öffnen. Das wäre hier. Das ist schon mal gut. Und das wäre hier. Jawohl, da sind wir drin. Easy. Oh, nochmal Munition. Okay. Auch mal einer zum Aufmachen. Okay, easy, Digga. Den machen wir auch nochmal auf. So. Ja, passt. Passt. Habe ich dich hier offen. Und nochmal einmal dich hier rein. Jawohl. Armor Pack. Oh. Okay, ich kriege auf jeden Fall nochmal ordentlich Munition für meine Waffe hier. Das ist gut. Okay. Auch nochmal Zeugs. Ein Steuerelement. Ah, Captain. I think I see it. Ah, was denn? Hier? Hör dir die Aufnahme an, was... Ach, erzähl, der wusste davon. Okay. Also, dass der davon wusste, finde ich natürlich spannend, weil er ist ja auch derjenige, der uns quasi alles hier vorbereitet hat. Hey,
Boah. Okay. Also, so sieht das jedenfalls aus, ne? Ja. Klingt echt nach einem Mörder, ne? Exactly what we all thought he was. But I guess that's just another part of his sick legacy now. He thought he was protecting us all, taking the secret to his grave. Only he didn't. Ja, ja. Now someone else knows about the Lazarus plant and is using it exactly how he feared. Ja. Wir sollten uns auf den Weg machen. Also ich werde sie nicht anlügen, ich werde ihr aber auch nichts davon erzählen, dass der Tünnis noch lebt. Wie gesagt, der bleibt. Das bleibt un. Also das bleibt geheim. Ne? Okay, Kaiser. Open up. Ich ziehe schon mal die Waffe. Das da draußen war ein riesiges Gebiet. Da geht doch gleich absolut die Party ab. Unsere letzte Probe hat sich bewegt. Oh nee. Das ist doch sehr schlecht. Okay. Was ist das hier? Alter? Oh, hier ist nochmal Munition. Reach, hier sind Shotguns. Okay, also hier könnte ich mich jetzt nochmal mit Zeug eindecken. Aber brauchen wir nicht, wir sind ausgestattet, liebe Freunde. Okay, mein Bester. Give me the Endboss. Ist das sowas von Endboss? Ich vertraue dieser Nummer hier keine Sekunde. Come on, Bro. Zeig dich. Come on, ich weiß, dass du Bock drauf hast. Zeig dich. Wo ist er? Er kommt nicht. Where is he? Oh Gott, there we go. Der ist Level 44. Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Was? Das Radar schlägt Alarm? Ach, er macht wieder hier, oh mein Gott, der hat Viecher beschworen, ne? Ach, warte mal, ich kann damit verhindern, dass er mir die Viecher auf den Hals schickt. Okay, let's go. Ab geht's, Action. Das machen wir. Alles klar. Mein Gott, was seid ihr denn für Viecher, ey? Okay, okay, easy, easy, easy. Ach, jetzt helfen die Viecher mir? Komm her, Motherfucker, jetzt gibt's aus Maul. Bam! Oh mein Gott, da ist noch einer, ne, oder? Das ist doch ein Terrormorph. Warum greift... Also, what? Alter, der ist irgendwie aus Stein oder so. What? Ach du Scheiße.
Also der greift mich nicht an. Der mag mich offensichtlich. Okay, sag mal ja, let's go. All wrapped up. Time to get the hell out of here. Percival, you should unplug and find somewhere we can talk. Auf jeden. Ah, jetzt bin ich schon wieder Erfrierungen erlitten hier, so eine Scheiße. Okay, wir können zurück. Der greift mich nicht an da hinten. Wahnsinn. Ja, auch nicht. Hammer. I like it. Okay, Moment, dann können wir uns ja eigentlich hier rein teleportieren, oder? Ich meine, wir haben ja den Boss da gekillt, der Basis. Der war auch kernig, Alter. Der war irgendwie Level 40 oder so. Level 44. Das ging echt nach vorne. So, mein Lieber. Wo ist er denn? Da oben. Okay. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Also ich bin auf jeden Fall nicht gut gegen Kälte gewappnet. Vielleicht sollte ich auch mal da reinskillen, dass ich meine Anzüge und so aufwerten kann. Ich muss hier in alle skillen. Ich habe gar nicht so viele Skillpoints, wie ich benutzen müsste. Oh, schön. So viele Skillpoints kann ich gar nicht erspielen, wie ich hier bräuchte jetzt gerade. Nicht, dass das der Weg war, den er sich hier gedacht hat, aber naja. Hopp. Wäre ich anders hier hingekommen? Okay, nein. Look at all of you. Back from the underworld. Got pretty frantic on the comms towards the end there. But it sounded like this was a success. Got everything we need to put this plan in motion. Klar. Kaiser hat alle Proben gelagert. Connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that Vae Victus knew about this damn plan? That's what it sounded like. Ja, so hörte sich das an, genau. Guess the old admiral must have told someone what he learned. Even he's not clever enough to pull off an attack like that from the great beyond. Boah, wenn ihr wüsstet, ne? That's putting it lightly. But it's clear someone knows about the plant and realized what ends it could be put towards. Captain, we need to get these samples back to the lab and verify we'll be able to handle cleaning up the leeches as well as the terramorphs. Okay. Do you think you could look into what we uncovered? See if you can turn up any information on who might have committed the attacks? Du, ich hab da auch schon, das ist eine gute Idee, mein Lieber. Oh, ich habe da auf jeden Fall ein paar Ideen, wer da dran beteiligt sein könnte. Ich weiß, wer da dran beteiligt sein könnte. Oh, ich bin ein neues Level, sehr gut. Was können wir denn nochmal skillen? Schönes. Gewehr wird wahrscheinlich noch nicht gehen, ne? Ne, dafür habe ich noch nicht genügend Gegner gekillt. Wir könnten aber zum Beispiel mal... Leichen, Bullshit. Nee. Dieb? Alte Taschendiebstahlfähigkeit frei. Ja, wollen wir eigentlich nicht, ne? Was macht denn das da? Taschendiebstahl größer? Du kannst jetzt Waffen im Halfter stehlen. Ach Quatsch. Sowas brauchen wir nicht. Handel, das ist natürlich auch sehr gut, ne? Ein bisschen günstiger einkaufen. Aber. Einschüchtern, nee. Ich glaube, wir kommen langsam an einen Punkt. Ein Astrodynamik, achso, das erhöht die Grafsprungreichweite. Nee. Wir wollen, glaube ich, tatsächlich nochmal in unser Boostpack investieren. Okay, dann haben wir jetzt Folgendes zu tun. Wir werden jetzt mit Vae Victus reden und dann wird als nächstes dieser, also da, vielleicht schon in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht, Toliman hier erforscht. So, mein Lieber, wir haben, glaube ich, Gesprächsbedarf. Erstmal, genau, wir wollen dahin, denn ich möchte gerne auch nochmal Sachen verkaufen.
Ich habe ja jetzt einiges gesammelt, von dem ich eigentlich eine ganze Menge auch gar nicht brauche. Wobei diese Teilchen-Shotgun überhaupt nicht so schlecht ist. Wenn ich jetzt noch in Shotguns investieren würde... Okay, can we skip the local chunks this time? Auf jeden Fall. Genau, Waffen. Den wollte ich behalten, ne? Die behalte ich auch. Die kann weg. Die kann weg. Die kann... Oh, der hat nichts mehr. Das ist natürlich belastend. Wie hast du denn nichts mehr? Was ist denn da für ein Scheiß? Oh, toll. Wem verkaufe ich denn jetzt an den ganzen Krempel? Ja, du kannst mir gerade überhaupt nicht helfen. Das kommt aber gleich, dass du mir hilfst. Wobei eigentlich überhaupt nicht. Ich brauche ja gar keine Raumschiffteile mehr im Moment, ne? Ja, ja. Nee, alles gut. Gut, dann werden wir bei dir hier vorne jetzt gleich nochmal was verkaufen. Die sind nämlich auch immer gut. Jemison Mercantile. Die haben auch, die kaufen auch immer gute Sachen an. Dann gehen wir natürlich unten zur Trade Authority, ne? Da brauchen wir. Ja, okay, mit dir haben wir schon mal geredet. Genau. Ich würde nämlich gerne auch Sachen an dich verkaufen, wie zum Beispiel, ja, ich weiß nicht. Also, die hat mir schon ganz gut gefallen, diese Waffe hier. Also, der kommt ins Schiff. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Ich glaube, ich würde echt bei dir bleiben. Ja, komm, die verkaufen wir. Die ist auch nicht mehr zeitgemäß. Wir bleiben bei dieser Waffe hier. Die hat gute Arbeit geleistet. Der ist gut, der hat aber gute Thermalresistenzen gehabt, ne? Die haben alle gute Thermalresistenzen, aber der Rest ist halt leider sehr viel besser. Also das ist halt einfach, weiß ich nicht. Besser Chemikalienschutzanzug, das brauchen wir auch nicht, sehr gut. So, jetzt gucken wir nochmal, was diese... Oh, der hat kein Geld mehr. Alles klar, dann runter zur Handelsaufsicht. Aber warte mal, ich muss einmal nochmal zum Schiff zurück, damit ich jetzt endlich die Sachen... die ich eigentlich im Schiff lagern wollte, auch mal im Schiff lagern kann. Nicht? Also ich glaube, das geht nämlich nur, wenn man am Schiff ist. Ich werde auch das Boost-Pack als nächstes versuchen, so weit wie möglich hoch zu boosten, weil das ist doch schon sehr hilfreich, wenn man das hat. Ja, dann werden wir... Wobei, ich bringt eigentlich gar nichts, weil wir müssen ja, wenn wir unsere Anzüge und so verbessern wollen, müssen wir das erstmal erforschen. Und dafür müssen wir das erstmal... So, dich lager ich. Bullshit. Also ich nehme, wie gesagt, die Shotgun mit. Ich werde auch in Shotgun... Aber das ist eine... Die macht aber auch ballistischen Schaden, ne? Diese Big Bang hier. Ja, die macht ballistischen und Energieschaden. Aber sehr viel mehr Energieschaden als ballistischen Schaden. Spannend. Sehr, sehr spannend. Aber macht nichts. Frachtraum, genau. Oh, du bist auch fast voll, ne? Können wir mal mit dir was überlegen. Sonstig Feuerlöscher, machen wir weg hier. Ja, du hast viele Ressourcen dabei, ne? Da müssen wir uns mal was überlegen. Hilfe hast du auch einiges dabei. Ja. Ja gut, wie gesagt, Inventar, Waffen, das will ich hier lassen. Dann habe ich natürlich auch noch Alien-Genmaterial. Ich glaube, solche Sachen verkaufe ich auch mal. Auf jeden Fall. Ja, komm, das werden wir nachher alles verkaufen hier. Aber beispielsweise diese Trauma-Packs, die können auch mal rüber. Und natürlich die Ressourcen, die ich jetzt gesammelt habe, die müssen natürlich auch rüber. Ja, ist schon nicht so dumm, wenn man die Sachen mitnimmt. Noch irgendwelche anderen Sachen. Genau. Wir wollen jetzt runter dann einmal zum Unterdeck und dann wollen wir mit der Trade Authority nochmal ordentlich handeln. Nochmal gucken, was die uns da abkaufen. Feines. Und dann werden wir mal mit Velvictus reden müssen. Warum habe ich denn jetzt 1800 Credits bekommen? I don't know. Einfach jetzt random 1800 Credits bekommen. Ich weiß aber nicht warum. Einmal bitte zum Unterdeck. Dankeschön.
So. Was hat er denn da? Ja genau, sprich mit Val Victus. So, meine Liebe. Genau. Ich werde jetzt mal einmal gucken, was hast du denn? Also Antibiotika, das brauchen wir definitiv nicht. Das brauchen wir 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 schon. Das brauchen wir beides nicht. Das brauchen wir schon. Forschungsprojekte benoten weniger Ressourcen. Ach. Okay, dann würde ich gerne noch mal gucken, was mein, genau, benutze keine Dinger, deswegen, also keine, Suchtmittel, weg, angebissenes Sandwich, Igiddy geht Battlestim, Belter mit Müsli weg, Chunks Apfel weg, der Injektor, den brauchen wir noch, Medipacks ist gut, Rahmen, Schiffsteile brauchen wir auch dringend, Oku-Häppchen, lecker Schmecker. So, Ressourcen, aber hiervon würde ich ungern was verkaufen. Muss ich echt sagen. Ich frage mich halt, ob ich die irgendwo anders noch lagern kann, weil die brauche ich ja definitiv noch, ne? So, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Haut rein.